Servus Leute, ja, heute komme ich endlich dazu, dass ich dieses Video drehe. Ja, eigentlich wollte ich das schon eine Weile drehen, aber ja, mich hat leider eine Grippe, Bronchitis die letzte Zeit komplett aus dem Leben geschossen sozusagen. Ich hatte schlicht und ergreifend überhaupt keine Stimme mehr und meine Stimme ist jetzt auch noch nicht so wirklich toll. Aber ich dachte mir, okay, mittlerweile kann ich mal wieder ein bisschen mehr, länger sprechen. Und da dachte ich mir, ich drehe jetzt das Video mal für euch. Ja, ich wollte euch das Buch, das Debüt einer jungen Autorin vorstellen, und zwar von Kate S. Stark. Die hat den ersten Teil und mittlerweile auch den zweiten Teil, also weil ja, die sind kurz hintereinander veröffentlicht worden, von ihrer Serie Witch World. Hat veröffentlicht. Und zwar den ersten Teil Wayward Witches. Ja, ich lese euch mal ganz kurz die Beschreibung vor. Es gibt es momentan leider nur als E-Book, aber es soll demnächst auch wohl als Taschenbuch erscheinen. Also für alle, die das Taschenbuch, es kommt noch. Die Kurzbeschreibung. Willkommen in der Nachtwelt. Mach dich gefasst auf hinterhältige Hexen, Blut, rünstige Kreaturen und allerhand magische Gefahren. Wie lange kannst du überleben? Ja, Isa Finchley hat es nicht leicht im Leben. Ihre Mutter ist die gefragteste Wahrsagerin der Reichen und Schönen in London. Und ihr Vater arbeitet als Professor für Paranormales, irgendwas, für das ominöse Institut. Und beide wollen sie, dass Isa in ihre Fußstapfen tritt. Aber das Schicksal hat ein anderes Leben für sie vorgesehen, viel gefährlicher, als Isa jemals ahnen könnte. Denn in ihr schlummern Kräfte, von denen Hipsterhexen und mächtigen Magier nur träumen können. Als diese an ihrem Geburtstag ohne Vorwarnung aus ihr hervorbrechen, verwandelt sie ihre Umgebung in ein wahres Schlachtfeld. Was sich im ersten Moment wie ein Befreiungsschlag anfühlt, wird bitterer Ernst, als dabei jemand zu Schaden kommt, den sie liebt. Doch nicht nur diese Kraft könnte ihr und ihrer Familie zum Verhängnis werden. Die Welt der Hexen und Nachtwesen ist grausam und voller Intrigen, und Isa umgibt ein Geheimnis, das ihr das Leben kosten könnte, sollte die in falsche die falschen Leute dass sie das Leben sollten die falschen Leute davon erfahren. Wie sie es schafft, ihre Kräfte zu kontrollieren, oder wie sie der Nachtwelt und ihren bedrohlichen Bewohnern zum Opfer. Wird sie es schaffen, ihre Kräfte zu kontrollieren, oder wird sie der Nachtwelt und ihren bedrohlichen Bewohnern zum Opfer fallen? Ja, das ist der erste Teil einer Serie. Ich weiß nicht, ob es mehrere Staffeln von dieser Serie gibt, sozusagen, von dieser Bücherserie. Es wird wohl einige Teile geben, also mehr als drei, vier oder fünf möglicherweise. Mal gucken. Ja, dieser erste Teil ist. Wie erkläre ich das? Ist im Prinzip, kam ja der erste Teil wie ein einziger großer, cooler Prolog vor. Das ist im Prinzip so die Einführung in die Welt,
die Kate S. Stark hier erschaffen hat. Ja, eine Welt um Nachtwesen, Magie, Zauberei. Ja, was da so noch genau auf uns zukommt, das wissen wir noch nicht so genau. Auf jeden Fall, Isa, ja, hat wie ihre Mutter ja, so eine Art hellseherische Fähigkeiten. Ja. Und ihr Vater und auch ihr älterer Bruder arbeiten für so ein ominöses sogenanntes Institut, das irgendwie mit paranormalen Dingen sich beschäftigt. Isa scheint aber auch noch mehr Fähigkeiten zu haben, und das kristallisiert sich so langsam an ihrem Geburtstag heraus. Tja, weil da hat sie ein bisschen Trouble, merkt, dass sie irgendwie komische, magische oder telekinetische Fähigkeiten besitzt, und mit denen kann sie leider nicht so gut umgehen, schlussendlich verletzt sie dadurch auch noch, wie gesagt, jemanden, den sie liebt. Dann offenbaren ihre Eltern ein großes Geheimnis, versuchen ihr, so gut es geht, eben da zu helfen. Wie erkläre ich jetzt weiter, ohne da groß zu spoilern? Ich will das eigentlich auch gar nicht. Es geht um Hexenwesen und so, ne? Das steht ja hier auch schon in der Beschreibung drin. Mich hat es ehrlich gesagt wahnsinnig gepackt, ja. Die Autorin hat es geschafft, mich vollkommen mitzureißen in dem ersten Teil. Das ist wahnsinnig gut und flüssig geschrieben. Auch die Handlung selber ist total mitreißend. Also du hast du hast die ganze Zeit Handlung, ne? Wie man es schon so schön sagt. Es passiert immer was. Du hast gar nicht so Zeit, ne? Es geht immer bam bam, Schlag auf Schlag. Finde ich sehr gut. Es passiert immer was. Und ich mag auch die Protagonistin, die Isa, ist ein sehr sympathischer Charakter. Und auch so die ganze Handlung, wie gesagt, ist der Auftakt einer wahnsinnig coolen, magischen Serie. Und das fühlt sich wirklich an wie ein einziger großer fantastischer Prolog. Und in gewisser Weise ist es auch. Ich habe mittlerweile auch den zweiten Teil gelesen aus dieser Witch World Serie. Der heißt Natural Witches. Im zweiten Teil, ohne jetzt, wie gesagt, groß spoilern zu wollen, lernt Isa eben ihr Naturell kennen, lernt andere ihrer Art sozusagen kennen, trifft auf ganz tolle Charaktere. Und bekommt eben beigebracht, wie es eben so ist, wenn man eine Hexe ist.
Der zweite Teil hat zwar ein paar mehr, ich sag mal, Füllestellen, wo nicht ganz so viel passiert. Das ist aber schlicht und ergreifend, denke ich mal, der Handlung geschuldet, weil nach dieser ersten Prologmäßigen, nach dem ersten Prolog-Teil, muss Isa erstmal ein bisschen, ich sag mal, ankommen, ne? In dem ganzen neuen Leben. Und das passiert eben im zweiten Teil. Sie entdeckt, was da eigentlich so mit ihr passiert ist, lernt neue Leute kennen, neue Freunde, neue Feinde. Es werden auch, wie gesagt, ganz viele neue, ganz interessante Charaktere vorgestellt. Und man ist schon wirklich jetzt total gespannt, wie jetzt die Geschichte wohl weitergeht. Ja, leider dauert es wohl ein bisschen, wohl bis in, ich glaube, ins Frühjahr, März oder irgendwie so, bis dann oder Februar, März, glaube ich, war es, bis der dritte Teil erscheint. Da muss wohl noch ein kleines bisschen dran gefeilt werden. Wobei der, glaube ich, vierte und fünfte Teil kurioserweise schon ziemlich fertig ist, was man so gehört hat. Ich hab mich fast nicht eingekriegt vor Begeisterung von eben diesem ersten Teil, und ich habe dem ersten Teil auch 5 Sterne, 15 Punkte gegeben. Ich gebe dem zweiten Teil jetzt mal 13 Punkte, was immer noch eine Hammer gute Bewertung ist, aber wäre vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Ich sag mal so, die einzelne Verbindung zwischen den einzelnen Kapiteln war so ein kleines bisschen hakelig zu lesen. Das war aber eigentlich auch schon alles. Dementsprechend haben die beiden Teile restlos begeistert. Also ich freue mich super oder riesig auf den dritten Teil. Und das eben ich glaube, das ist mehr oder weniger das Debüt von dieser Autorin, von Kate S. Stark. Und das ist als Debüt schon mal echt sehr beeindruckend. Also ich kann es absolut empfehlen, dass ihr das mal lest. Gibt es momentan als E-Book. Aber auch in Kürze, was ich so gehört habe, soll es als Taschenbuch veröffentlicht werden. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.